Bildungsminister Martin Polaschek war heute auf Kurzbesuch in der HTL Vöcklabruck. Thema war die Digitalisierungsoffensive, die natürlich besonders für technische Schulen relevant ist. Hier in Vöcklabruck ist man gut aufgestellt. Von Maschinenbau über Mechatronik bis zur Betriebsinformatik und mehr reicht die Palette. Für den Bildungsminister sind die verschiedenen Initiativen wichtig, die für einen Schub in der Digitalisierungsoffensive sorgen sollen. So etwa die Ausstattung der Klassen mit Tablets oder Laptops. Die jungen Menschen haben die entsprechende Hardware zur Verfügung und Software. Wir haben außerdem jetzt die digitale Grundbildung als Schulfach ab diesem Herbst, was auch wieder heißt, dass es einen zusätzlichen qualitativen Schritt gibt, weil es wirklich in jeder Klasse eine zusätzliche Schulstunde ist. Und wir bilden natürlich die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend fort. Dabei spielt natürlich die Finanzierung eine wichtige Rolle bei der Digitalisierungsoffensive. Hier sei das Ministerium mit diversen Projekten gut aufgestellt. Wir haben insgesamt ja für die gesamte Ausstattung mit Endgeräten für die nächsten Jahre ungefähr 230 Millionen Euro im Budget, wo sehr viel hineinfließt und natürlich auch der gesamte Sachaufwand dazu. Also da fließt, wie gesagt, sehr viel Geld. Dass sich in Österreich Mädchen weniger für die MINT-Fächer interessieren, ist bekannt. Auch an der HTL Vöcklabruck ist der Gesamtanteil der Schülerinnen mit 10-12% relativ überschaubar. Abteilungen wie Maschinenbau oder auch in anderen Standorten Elektrotechnik, die Alteingesessenen tun sich immer noch ein bisschen schwer. Aber selbst meine zweite Tochter hat hier die HTL besucht und absolviert. Also wir sind ständig bemüht, junge Mädchen von der Ausbildung zu überzeugen. Direktor Gernot Weißensteiner unterstützt daher innovative Ideen, um Mädchen schon frühzeitig für diese Fächer zu begeistern. Wir wollen nächstes Jahr zumindest 2 oder 3 Workshops für Volksschulen im Bereich 3., 4. Klasse hierinnen anbieten, wo wir Kinder reinholen und auf spielerische Art und Weise für die MINT-Fächer begeistern. Eigeninitiativ-Ideen entwickeln und so vermehrt Mädchen ansprechen. Für die HTL Vöcklabruck ist das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.